Jo, dann wollen wir da hoch. Warte. Wir haben Mauern, wir haben Türme. Wir brauchen wahrscheinlich ein paar mehr Substations. Die hole ich gleich aus der Kiste. Wir haben den tollen Drill da. Können wir uns vielleicht noch einen tollen bauen? Nö. Also wir haben den tollen Drill. Wir haben die größeren Überlandleitungen. Wir brauchen noch einen Roboport, den wir da hinsetzen. Und eigentlich Construction Bots. Die da. Genau, kommt mal schön hierher. Versucht Bäume zu fällen. Währenddessen klaue ich euch. Nimm, 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 nimm. Das ist echt eine gute Taktik. Zumal die auch alle noch langsam sind. Du, wie viel habe ich jetzt? 10. 10 ist eine gute Zahl. Dann schmeißt den mal raus. So, das hätten wir auch genau. Substations wollte ich klauen. Da. 20 Stück. Sub. Fließbänder. Habe ich nur 70 Stück oder so. Mach doch mal bitte Folgendes. So, und ruhig mal 100. Und guck mal, was da so angeflogen kommt. Und ich hätte ganz gerne hier noch... Lila? Lila. Ich hätte hier gerne noch ein bisschen was aussortiert. Also die Queen Biter Eggs könnte ich ja direkt verarbeiten, richtig? Was? Wie jetzt? Ein Queen-Ding bringt nur 4? Boah. Okay. Die können aber wieder weg. Genau, die können weg. Batterien brauche ich nicht ganz so viele. Mauern, schmeiße ich die Chitin-Mauern erstmal wieder rein, weil ich glaube nicht, dass wir sofort brauchen werden. Die Kiste kann weg, die Kiste kann erstmal weg. Das passt. Landfill. Tu weg. Hole ich mir später irgendwann wieder. Halbe Ärmchen baue ich immer nach Bedarf und dann hoffentlich auch nur so viele, wie ich wirklich brauche. Die sollten in die Zerstörkiste. Die Zerstörkiste ist hier. Kuh. Nichts kaputt, nichts kaputt. Genau, Zerstörkiste, da kommt bitte rein. Burner Mining Drill. Und... ist okay. Nur der Burner Mining Drill. Ja, okay, jetzt habe ich hier wenigstens ein bisschen Platz zum Rumwuseln. Dann gehen wir mal hoch. Letzter Blick auf die Ressourcen. Eisen wird knapp, ja. War aber auch vorher zu sehen, ne? So, also. Die Bahnstrecke unten hatten wir schon eingestellt. Also Home S. Das hier wird dann Eisen 2, ne? Naja, theoretisch kann ich es auch wieder Eisen 1 nennen, weil... wir haben ja nur eine dann aktiv. Und die kommt auf die Seite hier. Also hier ist die Haltestelle. Und wir können nicht Eisen 1 nennen, weil es ein Eisen 1 noch gibt. Okay, dann bist du jetzt Eisen 2. Und ich hätte die Bahn mitnehmen sollen. Das muss ich gleich noch abändern. Also genau, hier kommt die Bahn rein. Das heißt, ich denke mal... hier ist eine gute Ecke. So, dass wir so zwei Felder haben. Ich muss mal gucken, wie viel Abstand das ist. Du. Wir brauchen mindestens 3 Abstand von der Mauer. Das heißt, hier so. 1, 2, 3. So. Packen wir mal 6 Stück. Dahin. Na, von da wird keiner kommen, ne? Die werden wahrscheinlich eher von oben kommen. Mach die mal dahin. So. Das heißt, momentan ist die Verteidigung nur nach Nordwesten ausgerichtet und wir haben hier gar keinen Strom. Das hätte ich anders machen sollen. Nimm die mal lieber weg. Ich will nicht, dass ich jetzt nach unten gehe, die Stromleitung lege, zurückkomme und die ganzen Türme sind Schrott. Das wäre echt nicht so toll. Da. Also, schließ dich da mal an. Mach das richtig schön hier, wo wahrscheinlich kein Biter vorbeiläuft. Da.
Oh. Alter, das muss. Ja, sehr schön. Aber kein Balter vorbeiläuft, du mich auch. Geh da unten rum. Mach das irgendwo. Dahin. Grün. Ja, das ist echt ein Problem. Die können jetzt hier jederzeit das Ding einfach anknabbern, wenn die hier durchlaufen. Ja, na gut. So, und dann hier rein, das ist ja schon innerhalb des ganzen Dings. Das heißt, wir schnappen uns jetzt hier eine Ecke. Flop. Bauen da ein bekanntes Muster auf. Das geht nicht auf. So. Gut, das ganze Eisenfeld muss rein. Schmeiß mal ganz kurz hier Zeug und Zeug und so. Hier kommen zwei von diesen Toren rein. Eins, zwei. Brauchen so viele, wie wir brauchen. Achso, drei, vier. Das Ding soll ja später auch ein bisschen dicker sein. Eins, zwei. Mauer. Und ja, hier können wir einfach noch da ziehen. Oh, Baum. So. Rein, zu. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen Zeit erkauft. Und wir haben noch keinen Strom. Genau da. Strom. Mep, mep. So. Oh, ist das ein schönes Eisenfeld. Ja, das sollte hinhauen. Und ich brauche da ganz unten keine Stromanbindung, weil der eh nichts hingestellt wird. So. Also die Dinger müssen den Strom haben, wenn ich sie hier oben hinstelle. Das heißt, ich nehme jetzt die da. Eins, zwei, drei, da. Tu da drei, sechs Stücken. Und da vier Stück. Da zwei Stück. Und dann mache ich hier schon mal die zweite Reihe, weil hier das wichtig ist, dass die zweite Reihe hinkommt. Weil wir von da angegriffen werden. Und anscheinend habe ich genug mitgenommen für einmal komplett rum. Das ist sehr gut. Oder auch nicht. Tungsten. Da. Ging das vorher auch so leicht mit dem Ersetzen? Also einfach Tungsten über so ein Ding rüberbauen? Alter Schwede, das sieht geil aus. Das da ist mal eben König, ne? Also das mit den meisten Lebenspunkten überhaupt. Wie geil. Okay, also die Basis sollte sicher sein. Gut, dann müssen wir hier die Kisten und die Ärmchen und das alles hinbauen. Das ist okay. Vorher würde ich aber schon mal ganz gerne anfangen mit Minern. Dann nehmen wir. Wie fange ich da am besten an? Mach mal dahin. Und bis wo gehst du? Das kann man nicht sehen, ne? Fangen wir so an. Wir brauchen wieder zwei Reihen, ne? Das habe ich unterschätzt, ja. Das Problem ist jetzt gerade, dass ich kann nur mit einer Reihe arbeiten, das wäre auch okay. Ja, das passt schon. Ich hatte es ja vorher so gemacht, dass wir unten eine Reihe Kisten und Ärmchen hatten und oben eine Reihe Kisten und Ärmchen und dann von zwei Seiten das befüllt und das war total Kuddelmuddel und das mache ich jetzt halt nicht so. Das heißt, der Zug wird ein bisschen langsamer befüllt, aber das passt dann hoffentlich. Ich kann ja dann später einfach nochmal hier Ärmchenkiste, Ärmchenkiste erforschen. Ich weiß, dass es nicht so heißt. Du, da. So. So. Es könnte von der Höhe her schon richtig fast sein. Ja.
Vor allem müssen ja auch die Ärmchen denn erstmal. Nicht so, so. Ärmchen dahin, Kiste dahin, Ärmchen dahin. Also hier langlaufen. Dum, 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 dum. Nein. So. Dann bis irgendwo hier. Als nächstes brauchen wir den Zug. Ich könnte auch schon mal den Roboport, den ich nicht gebaut habe, hier hinstellen. So. Das heißt, jetzt schicken wir einfach von unten den Zug los und sagen ihm, fahr bitte zu Eisen 2. Das sollte problemlos klappen. Okay. Und irgendwie werden hier doch noch ziemlich viele Bäume eben abgedingst. Wie viele Bäume haben wir im System? Nicht übermäßig viele. Am meisten haben wir Sand und dann kommt Stein. Komisch. Was wollte ich genau zu hoch schicken? Und zwar nicht den hier, der ist gerade außer Betrieb, sondern dich. So, du fährst bitte zu Eisen 2, bleibst da momentan erstmal lange. Und zu Hause hatten wir gesagt 30 Sekunden zum Entladen, das ist okay. Gut, dann lass uns mal einsteigen. Enter. So. Das Ärmchen da sieht komisch aus. Und du fahr bitte jetzt zu Eisen 2. Wartest du jetzt gerade 30 Sekunden? Ja, genau. 30 Sekunden bei Home gewartet, bevor gestartet ist. Ist hier auch okay, machst hier nur deinen Job. Aber jetzt mach deinen Job bitte anders und fahr dahin. Ah, 140 Sachen hat er drauf gehabt. So. Das ist die dümmste Stelle zum Anhalten überhaupt. Geh mal. Ne, steig mal da ein. Halt die Bahn an. Mist. Das Muster ist doof. Ja, ist es. Okay, aussteigen. Du fahr bitte nach Eisen. Stopp. So. Und dann legen wir dich einfach dahin. Richtig? Ja, dann haben die Lasertürme keinen Strom. Wozu auch? Sind ja bloß Lasertürme, die uns das Leben retten. Also, mach da mal noch einen hin und da mal noch einen hin. Nur für den Fall, dass von irgendwo da zum Beispiel so ein kleiner Trupp kommt. Ja, eigentlich müsst du noch mehr nach unten packen. Ist da echt ein bisschen unheimlich gerade. Da. So. Kristallfeld. Wichtig, wichtig. Möglichst bald. Wo sind jetzt noch Holzkisten hin? Uip, uip, uip. So. Da. Nein. Das Fließband. Holzkisten. Schnelle Ärmchen. Eigentlich langsame Ärmchen, oder? Mach voll. Ups, da habe ich irgendwas kaputt gemacht. Zip. Zip. Ja, und da hinten kommt jetzt wieder nichts an. Also jetzt wird das hintere Ding immer beladen, wenn ich das fordere. Ein Vorschlag aus den Kommentaren war, ich soll die doch auf 2 Felder beschränken. Das sollte ungefähr dem Inhalt da entsprechen. Ist halt nur doof, dass ich es jetzt immer von Hand machen muss. Also ich kann mal gucken, ob das jetzt inzwischen durch die neuere Version irgendwie geändert wurde. Ernsthaft? Oh, sehr schön. Also mit dem Shift-Rechtsklick und Shift-Linksklick, wo man normalerweise ja nur sagen kann, was angeflogen werden soll oder was angefordert werden soll, das in der Richtung. Das geht jetzt auch für die Beschränkung. Also ich kann die Beschränkung kopieren. Das ist super. Das heißt, wir warten jetzt, bis das Ding voll ist, was wesentlich länger dauert als vorher, kann das sein? Ja, also wir warten, bis das Ding jetzt einmal komplett voll ist. Bis dahin fährt das Ding auch nicht los. Dann warten wir, bis die Kisten voll sind in den 2 Slots und dann
war das? Dann testen wir das Ganze im Normalbetrieb. Ja. Wir brauchen hier gar nicht die tollen Drills. Mach mal den da und den da. Gib denen jeweils Speedmodule. Speedmodule. Ist fast genauso schnell. Und wenn die mal zerstört werden sollten durch irgendeinen Spuckangriff, dann ist das auch nicht so schlimm. Einziger Haken ist, dass die Reichweite jetzt nicht so lang ist. Und hier jetzt überall kleine Fitzerchen überbleiben. Aber das behebe ich jetzt einfach so.